kein Event, doch das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Eventuell erwartet uns bald ein Hisui-Überraschungsevent. Der neue Suchbegriff, er hätte so gut sein können, ist aber immerhin besser als gar nichts. Und was macht man am besten ohne Event? Da kann man auch ein paar Dinge nutzen. Also, schaut man auf die Website von Pokémon Go. Im gesamten Juli, eigentlich so gut wie nichts. Alles Gute zum 6. Geburtstag. Da gab es einen gesamten Blogbeitrag, der sich nur um das neue Teaserbild zum 6. Geburtstag gedreht hat. Dann am Ende die Zusammenfassung zum Pokémon Go Fest in Berlin. Das unter Anführungszeichen Entwicklertagebuch, also der Werbebeitrag zu Campfire und die monatliche Information, dass es ja Meetups beim Community Day gibt. Doch es steht ja noch ein 3-Fragezeichen-Event an, vom 27. Juli bis zum 2. August mit Pokémon-Debüts und neuen Abenteuern. Noch immer keine Ankündigung dazu? Dann mache ich sie jetzt einfach und mittlerweile ist es vielleicht schon sicher. Schauen wir mal, auf dem Teaserbild zum 6. Geburtstag waren interessanterweise sämtliche Starter aus der Hisui-Region. Dann, genau in dieser Woche, erwartet uns in der Go-Kampfliga ein Cup mit 3 Fragezeichen. Hierzu haben gepartnerte YouTuber ein bisschen was geleakt, aus Versehen. Unter anderem hat Mystic7 in seinem Video gesagt, dass neben der Meisterliga der Hisui Cup stattfinden wird. Vielleicht stand das so in der ersten Version der News drin und wurde dann gegen 3 Fragezeichen ersetzt, um das Ganze mysteriöser zu halten. Im Code wurde ein Suchbegriff zu Hisui gefunden. Wir haben Dialga dann im Raid. Dialga spielt eine Rolle bei Pokémon-Legenden Arceus, Urform Dialga. Also es deutet alles darauf hin. Sprich, noch länger als eine Woche ohne Event. Aktuell am Wochenende GoFest Seattle. Da will Niantic vermutlich nicht, dass da irgendwas passiert oder schief geht, wenn sie vielleicht nicht mit voller Einsatzkraft am Start sein können. Und aktuell gibt es, ja, paar kuriose Raids, die will ich mal hier einblenden und ich habe tatsächlich in den vergangenen Tagen einen Kamaup-Raid gemacht mit meinem Gratis-Pass, einen Razaf-Raid, Mashok und habe jedes Mal geschaut, die haben alle bei mir noch für die Medaille von einzigartigen Raids gezählt. Und häufig bei solchen Nicht-Event-Events sind ganz seltsame Pokémon im Raid, die wir üblicherweise nicht so haben. Ja, die Medaille, nichts Besonderes im Grunde, doch mittlerweile merke ich mir so ein bisschen, welche habe ich schon mal bekämpft und welche nicht. Das kann man leider nirgendwo nachsehen und das mache ich dann eben, nehme hier die Einträge für die Medaille mit. Und ansonsten natürlich auch erfrischend, mal wieder die normalen Pokémon zu sehen. Sind zwar leider auch sehr viele Staralili und Yorklef und Kokage, ich würde mich sehr über Taubsi freuen, doch das kann man vielleicht auch mal nutzen. Ja, das GoFest in Seattle wird an diesem Wochenende stattfinden. Shiny Wadribi neu und Shiny Sodamak neu. Sodamak ist das Pendant zu Grillmark. Regional, vielleicht taucht das dann auch bei dem Ultra-Bonus, Hyper-Bonus irgendwie weltweit auf, falls wir das schaffen. Wadribi sollte dann aber nach dem Wochenende sowieso weltweit verfügbar sein. Wen es interessiert, die offizielle Karte gibt es mittlerweile auch. So wird es in Seattle aussehen mit den Habitaten. Das sieht für mich so aus, als wäre das nicht eingezäunt. Da wird wohl so einiges abgehen. Dann neue Woche, neues Glück, der Schilling ist zurück, die wöchentliche Box. Wir haben zwar schon Dienstag, ich werde das Video nach der Rampenlichtstunde hochladen, die ihr hoffentlich alle gespielt habt. Hab's zigfach erwähnt, Sterndu, 750 Sternenstaub. Die Box von dieser Woche hat mir eine Sache nochmal verdeutlicht. Da gibt es keinen Menschen, der sich dazu auch nur irgendwelche Gedanken macht. Null Plan, Konzept oder Idee dahinter. Anders kann man mir nicht erklären, wieso es vorherige Woche einen Rauch plus ein Lokmodul für 180 Münzen gibt und diese Woche keinen Rauch plus ein Lokmodul für 180 Münzen. Da hat niemand auch nur irgendwie sich mal vielleicht für ein paar Tage oder Wochen da was überlegt, wie es da weitergehen könnte. Oder die Person, die dafür verantwortlich ist, hat die Aufgabe, mach die Box von Woche zu Woche schlechter. Was wäre dann die Abschwächung von einem Lokmodul? Kann man ein halbes reinpacken? Vielleicht ein mysteriöses Teil für ein Lokmodul? Also ich sehe die Logik dahinter echt nicht. Einmal Rauch plus Lokmodul, dann normales Lokmodul einfach nur so reinpacken. Aber das Lokmodul an sich finde ich besser als nichts. Auf jeden Fall besser als eine TM plus 3 Bälle oder so.
Und da hat man aktuell in der Jahreszeit eine Stunde. 40 Pokémon tauchen da auf, nicht nur für einen selbst, sondern für alle, die sich drumherum befinden. Man kann eine Entwicklung durchführen. Bei den Magnetmodulen konnte man sogar noch mehr unterschiedliche Pokémon entwickeln. So ein Premium-Lock-Modul finde ich jetzt nicht komplett schlecht. Natürlich, die Fanrate-Pässe und alle anderen Dinge, die waren vielleicht besser. Und bei den Community Days sieht man sowieso immer ganz viele Lock-Module. Die muss allerdings auch irgendjemand mal gekauft oder gesammelt haben, um sie dann dort spendieren zu können. Das mal zur wöchentlichen Box. Und im Code, wie gesagt, hat man ein paar Dinge gefunden vor ein paar Tagen. Hisui-Region, Suchbegriff und eine Eingrenzung der IV. Das Update ist bei mir noch nicht verfügbar, bei manchen allerdings schon. Na und es hätte so gut sein können, ist allerdings leider schlecht und besser als nichts. Das Motto von Niantic Pokémon Go. Wie könnte eine IV-Suche in der Pokémon-Box aussehen? Was glaubt ihr so? Man sucht nach Angriff 5 und findet alle mit 5 Angriff? Oder man sucht nach Angriff 0-3 und findet alle mit 0-3 Angriff? Ja, sowas Sinnvolles? Glaubt ihr wirklich? Nö. Es gibt die Zahlen 0-4 und die Wörter Angriffs-Wert, Verteidigungs-Wert und KP. Und wenn man eingibt 0-Angriffs-Wert, findet man alle mit 0 Angriff. Gibt man ein 1-Angriffs-Wert, findet man alle mit 1-5 Angriff. 6-10, eine 11-14 und 15 Angriff. Das sind die Kategorisierungen. Es würde viel zu viel Sinn ergeben, wenn man nach einzelnen IV suchen könnte oder Alter 0, Entfernung -100. Es ist immer die Zahl dahinter. Hier schreiben wir sie einfach vorne dran. Und wir machen auf Deutsch die komplizierteste Übersetzung, die es gibt. Das müssen wir nicht vereinfachen, weil Angriffs-Wert möchte jeder gerne 10-mal am Tag eingeben. Doch wer nun aufgepasst hat, man kann nach 0 tatsächlich direkt suchen. Alle, die die sogenannten Nandos, die Nuller sammeln, werden sich richtig freuen. Pokémon mit 0 IV auf allen drei Werten. Na, eventuell geht Niantic danach, weil man 4 und dann Stern eingibt. Und dann eben 4 und zum Beispiel KP in dem Muster. Doch auf der anderen Seite, wenn man 0 und Stern sucht, findet man ja nicht alle Nuller. Also komplett nicht konsistent mit den anderen Dingen, beziehungsweise konstant oder wie auch immer, ergibt einfach keinen Sinn für mich und ist so eine geniale Gelegenheit hätte es da gegeben. Und dann fabriziert Niantic sowas draus. Absolute Enttäuschung. Doch noch immer besser als nichts. Also, lieber habe ich den Suchbegriff, da kann man zum Beispiel nach dem PvP-IV suchen. Dann gibt man ein 0-1 Angriffs-Wert. Dann findet man alle mit 0-5 IV. Ich persönlich suche aber eigentlich 4 und 5 IV. Das bewerte ich meistens gar nicht, außer bei manchen Pokémon, die auch ein paar XL-Bonbons benötigen. Ansonsten sind das nicht die PvP-IV, die ich suche. Die werden aber auch aufgelistet, weil es wäre der Angriff 0-3 einzugeben und dann alle von 0-3 IV zu bekommen. Das weiß ich. Erwartungen niedrig halten und unterwältigt werden, so machen wir das. Gibt es aber auch tatsächlich andere Suchbegriff-Möglichkeiten, wie man das nutzen kann. Manche lieben einfach 15 Angriff. Ohne 15 Angriff kommt ihnen nichts ins Haus, da wird nichts gepusht, weil im Raid möchte man Schaden austeilen. Dann könnte man einfach immer nach 4 Angriffs-Wert suchen und das sind dann eure gewünschten Pokémon. Oder eben die Nuller oder PvP-EV. Kann man Einschränkungen machen, je nachdem welche Vorlieben man hat. Das Ganze kombiniert man dann immer mit dem Und-Zeichen. Und dann passt das. Na gut, so häufig wie ich jetzt -Wert, Angriffsverteidigungs, -Wert, KP und Zeichen gesagt habe, raucht mein Kopf nun irgendwie oder liegt es daran, dass wir draußen 33 Grad haben? Keine Ahnung, doch ich komme echt nicht drauf klar, es tut mir wirklich leid. Da muss jemand bei Niantic sitzen, der uns einfach leiden sehen möchte. Das kann man doch echt nicht von der Benutzerfreundlichkeit ernst nehmen, diese Suchbegriffe. Das so umzusetzen, das ist eine absolute Frechheit. Na gut, für die Folge soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.